Horizon 5 ist jetzt ein Action-Adventure. Baut euch euren Charakter und eure Figur zusammen, erlebt spannende Abenteuer und beeinflusst mit euren Entscheidungen die Story. Nee, Spaß. Forza Horizon 5 bleibt natürlich ein Open-World-Spielplatz mit spektakulär inszenierten Rennen vor einer atemberaubend schönen Kulisse. Aber in jedem Scherz steckt ein Körnchen Wahrheit. Denn beim Spielen für den Test sind mir neben den Rennen vor allem die Expeditionen aufgefallen, die eine Seite an Forza zum Vorschein oder Fortschein bringen, die man in einem Arcade-Racer so nicht erwarten würde. Was das genau bedeutet, welche Stärken Forza Horizon 5 weiter ausbaut, wo es noch Dinge zu bemängeln gibt und in welchen Bereichen Forza Horizon 5 eher an Teil 3 anstatt an Teil 4 erinnert, möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Also stellt euren Sitz ein, schnallt euch an und kontrolliert die Seitenspiegel. Wir legen los. Dieses Video wird präsentiert von NordVPN. Schaut in die Videobeschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. Zunächst ein paar Eckdaten. Forza Horizon 5 erscheint am 9. November 2021 für PC, Xbox One und die Xbox Series Modelle und ist im Kern ein Arcade Racer, bei dem wir Schritt für Schritt ein Autofestival in Mexiko aufbauen. Die Fahrsimulation ist nicht so realistisch wie in einem Forza Motorsport oder sogar Assetto Corsa, dafür sind die Rennen umso kreativer inszeniert. Neben der Kampagne verfügt Horizon 5 auch über einen Multiplayer-Modus, in dem gemeinsam Rennen gefahren werden können, Multiplayer-Spielen wie Eliminator, bei dem das Last Car Racing den Sieg davonträgt, und Horizon Arcade, einem Modus, in dem Spieler ihre eigenen Karten, Rennherausforderungen oder Fahrspiele erstellen und hochladen oder mit ihren Freunden spielen können. Forza Horizon 5 greift die Geschichte aus Teil 4 auf. Nachdem ich also das Forza Festival in Großbritannien groß gemacht habe, soll ich das gleiche auch in Mexiko versuchen. Mit den Auszeichnungen, die ich durch Rennen, Stunts, Blitzer und andere Aktionen in der Welt verdiene, schalte ich nach und nach die Hauptbühne und 5 Außenposten des Festivals frei. Einen für Straßenrennen, einen für Dirtrennen, einen für Querfeldeinrennen, für PR-Stunts und Street Racing. Wir fliegen hoch über Mexiko, um einen der Superstars. Hier zeigt sich schon eine der größten Neuerungen des Spiels. Die Expeditionen, die als richtige Story-Missionen mit Nebenmissionen fungieren. Alle Außenposten werden erst durch eine Expedition erschlossen und bringen dann einen ganzen Haufen kleinerer Stories mit sich. Zum Beispiel fahren wir hoch auf den Vulkan La Gran Caldera und erledigen dort kleinere Aufgaben. Mal sind es Rätsel, zum Beispiel wie ich im Auto am besten eine Wasserprobe aus einem Thermalbecken bekomme. Mal sind es Geschicklichkeitsaufgaben und mal muss ich die Gegend auch einfach nur genau durchforsten. Ist das Gebiet erschlossen, erscheinen mehr und mehr Rennen des Typs auf der Karte. Im Laufe des Spiels schalte ich mit verdienten Auszeichnungen die kleinen Stories frei, die jeweils zum Thema passen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber sagen wir mal so. In den Stories trefft ihr auf Luchadores, einen VW-Käfer, der ganze Generationen beschäftigt, einen Techniker mit Hang zur Geschwindigkeit und vieles mehr. Jede Aufgabe wird natürlich im Auto bestritten und führt mich quer durch Mexiko. Und wir haben die letzte Runde erreicht. Eins möchte ich hier festhalten. Dass nicht zumindest eine der Expeditionen in der Preview-Version enthalten war, ist fast schon kriminell. Denn sie bringen eine wirklich sinnvolle Erweiterung. Wenn man danach geht, dass neue Teile einer Serie die Reihe erweitern sollten, ohne die Essenz zu verwässern, dann sind die Expeditionen samt der Stories ein Paradebeispiel. Parade. Spielt die Stories, denn hier zeigt Forza Horizon 5 auch abseits der geplanten Jahreszeiten, wie vielseitig und stark die Atmosphäre sein kann. Zum Beispiel mit einer Fahrt durch einen Tropensturm inklusive Gewitter, wie ihr hier sehen könnt. Schaut mal, wie der Regen hier vom Wind über den Boden gepeitscht wird. Oder die wild herumwirbelnden Blätter, graudüsteren Farben und Urwaldnebel, der hier dem Buggy entgegenschlägt. Der Buggy hat übrigens keine Fenster und da wird mir schon beim Zugucken kalt, aber es macht auch wirklich unheimlich Spaß, mit diesem kleinen, wendigen Wägelchen durch das Unterholz zu brettern. Klar, nicht jede Geschichte ist vielseitig, vielschichtig und Oscar-verdächtig. Manchmal fahre ich auch einfach nur von A nach B. Eine tolle Abwechslung sind sie aber allemal. Oh, und ich habe Cousine Alejandra genervt, bis sie mir den Maverick überlassen hat. Okay, Juan. Zu dem Spaß und der Abwechslung trägt natürlich auch das Fahrgefühl bei. Die unterschiedlichen Autotypen haben jeweils ihre Eigenheiten. Ein Geländewagen fährt sich anders als ein Muscle Car oder ein Rallye-Auto. Im richtigen Rennen eingesetzt zeigt sich, wo die Fahrzeuge ihre Stärken haben. Hier wurde, auch im Vergleich zum letzten bereits sehr guten Teil, noch an einigen Stellen optimiert. Ich persönlich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von Querfeldeinrennen. Warum eine Straße nutzen, wenn mein Auto auch ohne auskommt?
Und hier fällt auf, dass sich das Verhalten von Autos im Wasser verändert hat. In Teil 4 hat Wasser jedes Auto einfach abgebremst, als würde man in einen riesigen Berg Pudding fahren. Jetzt haben Geländewagen wie der Bronco eindeutig mehr Wumms als kleine flache Sportwagen, mit denen ich theoretisch selbst bis zur Nase versinken würde, wenn ich durch einen Fluss fahre. Durch Wasser fahren macht jetzt also richtig Spaß. Generell merkt man, dass hier an vielen kleinen Ecken geschraubt wurde. Die Wheelspins enthalten nicht mehr so viele kosmetische Items, sondern mehr Credits und Autos. Die anderen Fahrer, die in der Preview noch andauernd dank seltsamer Manöver in der Open World auf meinem Kühler klebten, fahren jetzt viel nachvollziehbarer. Statt vieler kleiner Fortschrittsbalken für jede Disziplin gibt es jetzt einen großen für alles, der auch die Story vorantreibt. Und. Forza Horizon hat schon vorher sehr gut funktioniert und die kleinen und großen Optimierungen tun dem Gesamteindruck gut, ohne die Forza Horizon DNS zu ignorieren. Und auch für alle Langzeitspieler, die mehr wollen als nur die Kampagne, ist gesorgt. Die Forza Playlist bringt in jeder Saison neue Rennen zum Fahren und Autos zum Freischalten. Horizon Arcade lässt uns unsere ganz eigenen Herausforderungen bauen und mit unseren Freunden teilen. Und Multiplayer-Rennen und andere Modi wie Eliminator sind ebenfalls wieder mit von der Partie. Letzterer sogar mit mehr Teilnehmern. Und dann wären da ja noch die DLC, die mit Sicherheit auch wieder mit dabei sind. Die Karte platzt voller Herausforderungen, auf die ich mich stürzen kann. Kleiner Abstrich, über den Multiplayer und Multiplayer-Features konnte ich mir noch keine komplette Meinung bilden, da erst mit Release wirklich zu sehen ist, wie sich Kolonnenorganisation und Koop schlagen. Hier werden euch Demi und Dennis auf GameStar und GamePro jedoch sicherlich auf dem Laufenden halten. Und dann wäre natürlich der Punkt, den ihr mittlerweile gut ins Auge fassen konntet. Die Grafik. Und was soll ich sagen? Ich bin hin und weg. Ich weiß ja, dass Forza immer schön ist. Und ich habe mich in der Preview auch schon minutenlang darüber ausgelassen, wie vielseitig Mexiko ist und wie toll das umgesetzt wurde. Aber es ist auch einfach schön. Schaut euch diese fast schon Mondlandschaft an, die auf dem Vulkan La Gran Caldera zu finden ist. Oder die regennassen Straßen in diesem Rennen, in denen sich die gerade wieder aufgetauchte Sonne spiegelt. Oder das Meer! Und falls euch Adjektive und Beschreibungen nicht reichen, habe ich natürlich auch noch ein paar Zahlen mitgebracht. Nämlich die Auflösungen und Framerates, für die die Versionen auf den einzelnen Plattformen optimiert wurden. Auf der Series X kommen Grafik- und Auflösungsmodus mit einer Auflösung von 3840x2160 daher. Der Unterschied liegt in der Bildrate. 30 Frames im Grafikmodus, der dafür auch über Raytracing im Forza Vista-Modus verfügt. Der Performance-Modus hingegen arbeitet mit 60 FPS. Das gleiche gilt für die Series S, die eine maximale Auflösung von 1080p schafft und ebenfalls zwischen Grafik mit 30 FPS und Raytracing und Performance-Modus mit 60 FPS unterscheidet. Xbox One X, S und One sind alle für 30 FPS optimiert. Die One X schafft wie die Series X 3840x2160. One S und One liegen bei 1920x1080. Windows 11 und 10 haben diese Begrenzung natürlich nicht. Wenn eure Hardware genug Power hat, sind 4K und HDR kein Problem und der Controller liefert jetzt auch in der Steam-Version haptisches Feedback. Wichtige Info für alle Widescreen-Besitzer, Forza Horizon 5 unterstützt auch 21:9 Ultra-Wide-Displays. Die beliebtesten Lenkräder von Logitech, Thrustmaster und Fanatec ebenfalls. Aber wie ihr seht, ist das Video hier nicht vorbei. Es kommen noch ein paar Minuten. Und die werden wir mit dem verbringen, was ich nur Jammern auf hohem Niveau nennen kann. Denn wie gesagt, Forza Horizon 5 ist klasse und eine absolute Empfehlung von mir. Es ist noch einsteigerfreundlicher als vorher und ich glaube wirklich, dass hier jeder Arcade Racer Fan, ob groß oder klein, Hardcore oder Casual, Spaß haben kann. Aber es gibt doch noch ein paar Dinge, die ein wenig mehr Aufmerksamkeit bedürfen. Beispielsweise kann eine mit Aktivitäten vollgefropfte Karte auch überwältigend sein, weil man nicht weiß, wo man anfangen muss. Auch der eben angesprochene eine Fortschrittsbalken wird nicht jedem gefallen. Im Spiel gibt es Auszeichnungen für alles Mögliche. Gewonnene Rennen, Blitzer, umgefahrene Kakteen und all diese Auszeichnungen zahlen auf einen Balken ein, der, einmal gefüllt, neue Stories freischaltet. Aber wenn alle Aktionen auf den gleichen Balken einzahlen, kann ich bestimmte Bereiche wie zum Beispiel Street Racing einfach ignorieren und komme trotzdem weiter. Was auf der einen Seite cool ist, denn wenn man eine Sache nicht kann, hält sie einen nicht davon ab, weiterzukommen oder Autos freizuschalten. Auf der anderen Seite hat man aber auch weniger das Gefühl, einen Bereich wirklich zu meistern. Hier kommt es natürlich drauf an, was euch motiviert. Aber ich persönlich hatte mit den Einzelbalken mehr Spaß. Das komplette Gegenteil hatte ich mit den Skillpunkten.
Als die in Teil 3 für alle Autos galten, hat das Freischalten mich mehr motiviert. Seit Teil 4 muss ich sie einzeln in die Autos investieren. Außerdem sind die meisten Perks eher Punktemultiplikatoren. Das hält mich persönlich auch eher davon ab, überhaupt welche zu benutzen. Die Auszeichnungen, die ich für absolvierte Story-Kapitel, Rennleistungen oder Aktionen in der Open World bekomme, sind ebenfalls nett. Ab und an gibt's ja auch ein Auto. Aber viel zu oft gibt es außer Storypunkten keine Belohnung oder zum Beispiel eine Phrase für Forza Link, weswegen ich nicht so erpicht drauf war, genau zu verfolgen, welche der Auszeichnungen ich jetzt schon hatte und welche noch nicht. Im Late Game ist das eine andere Sache. Da gibt es nochmal einen neuen Schwung Dinge zu tun. Aber während der Kampagne habe ich die Auszeichnungen nicht besonders wahrgenommen. Und dann muss ich noch zu meinem größten Haar kommen, das ich zu spalten habe. Ich bin kein Fan der Driver-Tare. Meiner Meinung nach sind sie ein bisschen zu korrekt. Keiner fährt im Rennen mal durch den Dreck, um eine Kurve zu schneiden. Oder schubst mich. Vielleicht bin ich einfach nur ein Rowdy, aber ich dränge meine Mitfahrer liebend gern von der Straße. Oder verbringe meine Straßenrennen zu 35% neben der Straße, um mich am Fahrerfeld vorbeizumogeln. Ich sag jetzt auch nicht, dass das immer so sein muss. Man will ja auch nicht dauernd abgedrängt werden. Aber ab und an so ein kleiner Rebell in der Kolonne? Wäre schon spannend. Außerdem tendiert die KI dazu, bei Rennen nach 75-80% der Strecke urplötzlich an mir vorbeizuziehen, als hätte sie einen Nitro-Boost, um das Rennen nochmal spannend zu machen. Natürlich will ich dann auch hinterher. Aber mich persönlich reißt das dann oft raus, weil der Boost so völlig aus dem Nichts zu kommen scheint. Gleicher Kopf, andere Strähne, wenn wir beim Haarespalten bleiben. Ich finde, dass die Autos in den Rennen unter etwas leiden, was ich Pokémon-Starter-Syndrom nennen würde. Ein paar der Autos passen nämlich so perfekt zu den Rennen, dass ich gar keinen anderen Wagen ausprobieren will. Genau wie ich mit meinem Starter-Pokémon theoretisch fast das ganze Spiel beenden kann, kann ich mit dem Bronco ganz von Anfang bis zum Ende die Querfeldeinrennen gewinnen. Nehme ich einen anderen, auch empfohlenen Wagen, kann es sein, dass ich auf einmal extrem im Nachteil bin und auf den höheren Schwierigkeitsgraden sehr viel schrauben und probieren muss, um die richtige Kombination herauszufinden. Das wiederum wird dadurch erschwert, dass ich nicht alle Anpassungen oder neuen Teile oder neue Autos im Rennmenü auswählen kann. Ich muss für einen Großteil der Dinge zu einem der Außenposten oder zu meinen Häusern zurück. Dort ist das Tuning zwar möglich und sogar automatisiert, zum einen bringen die automatisierten Tunings aber nicht immer was und zum anderen gibt es, gerade wenn ich mich als Neuling in das Ganze reinarbeiten will, so viel Text zu lesen, um sich das selbst zu erarbeiten. Das ist an sich nicht schlimm. Ich spiele JRPGs, ich bin viel Erklärtext gewohnt. Aber gerade weil das Spiel an so vielen Stellen so zugänglich ist, fällt doch hier auf, dass da noch ein bisschen optimiert werden könnte. Zum Beispiel sagen mir die angezeigten Leistungsklassen nicht unbedingt, wie sich das Auto im Vergleich zu anderen verhält. Und das wäre gerade für Anfänger ja wichtig. Aber, und das muss ich einfach nochmal sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Forza Horizon 5 ist ein großartiges Spiel. Das Fahrgefühl ist klasse. Die Vielseitigkeit der Umgebung ist toll. Die Inszenierung der Rennen ist genial. Ich meine, wann habt ihr das letzte Mal in einem Rennspiel einen Paradewagen gefahren? Beste Idee! Und Soundtrack, Wetter und Stimmung sorgen für eine tolle, leichte Festivalatmosphäre. Gleichzeitig sorgen Einstellungen zur Barrierefreiheit und bestimmte Entscheidungen im Gameplay dafür, dass wirklich jeder mitspielen kann. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die verbessert werden könnten. Und manche Dinge wie den Multiplayer, die wir jetzt noch gar nicht bewerten können. Aber unterm Strich ist Forza eine eindeutige Empfehlung. Die Autos sind schön, wie ihr seht. Die Steuerung ist auch klasse, auch wenn das bei meinen Fahrskills nicht immer so heraussticht. Der Soundtrack ist cool, wie ihr leider nicht hört, weil wir sonst geclaimed werden. Und ich hatte durchgehend Spaß mit dem Titel. Forza Horizon 5 ist eine wunderbare Fortsetzung einer tollen Reihe und muss sich zu keinem Zeitpunkt hinter den anderen Titeln der Serie verstecken. Falls ihr noch mehr zu Forza erfahren wollt, könnt ihr das natürlich auf GamePro oder GameStar.de, wo Dennis, Dimmy und die anderen Up-Release mit Sicherheit Updates und News und Serviceartikel veröffentlichen werden. Scheunenfunde zum Beispiel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und am Ende interessiert mich natürlich auch noch eure Meinung zu Forza Horizon 5. Was gefällt euch gut? Was nicht so? Schreibt es mir. Ich bin gespannt.